Guten Tag zusammen, ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid zu dieser Pressekonferenz vor dem Nordderby am Samstagnachmittag hier bei uns in der AWD Arena. Begrüße zu dieser Pressekonferenz unseren Cheftrainer Mirko Slomka. Ja, Trainer, Bestandsaufnahme sozusagen, die Rückkehrer von den Nationalmannschaften. Inwiefern wirkt sich das auf die Vorbereitung der Mannschaft aus und wie blickst du auf das Spiel hier am Samstag? Ja, schönen guten Tag. Voller PK-Raum ist immer gut. Das heißt, Hannover 96 interessiert. Und wir können auch vermelden, dass alle Nationalspieler gesund zurückgekehrt sind. Auch die Meldung, die jetzt über Hiroki Sakai verbreitet worden sind, die sind nicht ganz korrekt. Es ist natürlich auch schwierig, die richtigen Informationen zu bekommen. Hiroki geht's gut. Er hat auf das zweite Spiel verzichtet, um hier gesund zurückreisen zu können. Hat er ein bisschen Probleme mit seinem Sprunggelenk. Hat aber heute die Einheit 100% absolviert. Hat keine Probleme, keine Sorgen. Insofern kann ich sagen, dass auch mit der Rückkehr von Steven Cherundolo heute Morgen um 9 Uhr dann alle Nationalspieler wieder zur Verfügung stehen für uns. Und mit Ausnahme von Christian Panda und Christian Schulz eigentlich alle Spieler zur Verfügung stehen. Selbstverständlich Mam Diouf noch nicht, obwohl er jetzt in dieser Woche vermehrt mit der Mannschaft trainiert hat, ist er natürlich noch nicht so weit, dass er für den Kader zur Verfügung steht. Ansonsten freuen wir uns natürlich riesig auf ein weiteres Nordderby jetzt gegen Werder Bremen. Und ich denke, dass wir gute Voraussetzungen geschaffen haben für einen stimmungsvollen Samstagnachmittag hier in der AWD Arena. Ja, Leon Andreasen ist bei uns zu Gast im Sportstudio. Wie überrascht hat er Sie in den ersten Spielen dieser Saison, dass er natürlich mit den taktischen Pflichten, die er natürlich auferlegt bekommt, so viel Tore zurzeit macht und dass er dieses Comeback überhaupt feiern kann? Ja, also der zweite Teil der Frage ist ja viel spannender und viel interessanter auch zu bewerten, weil ja niemand, glaube ich, ernsthaft daran geglaubt hat und daran glauben konnte, dass der Leon Andreasen in so einer ausweglosen Situation nochmal zurückkehren wird und das auch noch direkt in die Startformation von uns. Das ist sicherlich eine herausragende kämpferische Leistung von ihm, die man zwar von seinen Einsätzen zuvor auch auf dem Platz kennt, aber dass es dann nochmal eine solch wunderbare Wendung nimmt, ist natürlich für uns alle ein Riesenerfolg, für ihn persönlich natürlich am meisten, aber auch die ärztliche Abteilung, alle Mediziner, die mit Leon zusammengearbeitet haben und sicherlich auch meine Trainerkollegen, die immer sehr optimistisch auch mit ihm umgegangen sind, freuen sich natürlich über dieses sensationelle Comeback und für uns ist er eigentlich wie ein Neuzugang. Ja, deswegen haben wir auch auf dieser Position niemanden gesucht. Wir wussten, dass der Leon diese Chance verdient hat. Und das Spannende eigentlich, er hat mir immer von Anfang an gesagt, Trainer, wenn ich zurückkomme, dann bin ich kein Spieler für die Bank. Aber ich habe natürlich immer gesagt, langsam Leon, erstmal bist du noch gar nicht zurück. Und zum Zweiten schauen wir, dass du jetzt mal in den Testbegegnungen 90 Minuten durchhältst. Aber er hat das sehr eindrucksvoll bewiesen, welche Stärke er auch in sich trägt, um so ein Comeback feiern zu können. Und wir haben natürlich von allen Spielern gefordert, nicht nur von ihm, sondern von allen Spielern gefordert, dass wir systematisch, aber auch persönlich mehr Torgefahr aus dem Mittelfeld brauchen. Da ist er natürlich jemand, der gerne auch vorne mal im 16er auftaucht, torgefährlich wird, hat er ja schon deutlich unter Beweis gestellt jetzt in den ersten Partien. Und das brauchen wir, das braucht das Team. Wir brauchen viele unterschiedliche Torschützen, um halt schwer ausrechenbar zu bleiben. Und er ist sicherlich einer dieser Typen, der das umsetzen kann. Sogar ein bisschen ambivalent ist das zurzeit bei Moab de Lauer. Das letzte Mal gegen Werder hat er alle drei Tore geschossen. Ist jetzt auch zur Auswahl Tor des Monats. Also, sieht auch gut aus, aber man hat so den Eindruck, er ist zurzeit, trotzdem fehlt ihm immer noch das Erfolgserlebnis. Wie ist Ihr Eindruck von Moab zurzeit? Das kann ich so nicht bestätigen. Also ich finde, dass er Erfolgserlebnisse eigentlich genügend hatte. Ich finde auch, dass er sehr spritzig ist und seine alte Gefahr eigentlich auch wieder gewonnen hat und wieder gefunden hat. Also ich kann diese Meinung jetzt nicht
so teilen. Er hat jetzt 45 Minuten gespielt für sein Land im letzten Länderspiel und jetzt auch heute in aller Frische und mit viel Konsequenz Richtung Tor auch trainiert. Also ich finde, dass er in einer guten Verfassung ist. Wir haben allerdings auch andere Spieler, die in einer sehr guten Verfassung sind. So soll es ja auch sein. Nächste Frage kommt oben vom Podium. Andreas Ewelt von Sport1. Hannover 96 hat sich in letzter Zeit sehr, sehr viel Respekt erarbeitet. Wie wichtig ist es jetzt, die Stellung als neue Macht im Norden, auch im Nordderby gegen Bremen, dann zu festigen? Also zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, dass ja auch Werder Bremen einen sehr guten Start hingelegt hat. Ich habe das Spiel in Dortmund live verfolgen können, das Eröffnungsspiel der 50. Bundesliga-Saison. Und ich denke, dass die Bremer uns alle überrascht haben mit ihrer, mit ihrem neuen System, mit neuen Typen in der Mannschaft, beispielsweise Elia, auch einem etwas anders auftretenden Arnautovic auf der rechten Seite. Also eine sehr, sehr gute, sehr schnelle und sehr kreative Flügelzange. Sie haben systematisch im Zentrum etwas verändert und sie haben ja auch mit Peterson oder jetzt auch Akpala, der ja gekommen ist, zwei Stürmertypen, die auch richtig wehtun können und eine sehr kreative Mittelfeldachse, sehr offensiv ausgerichtet, sehr laufstark. Insofern wird es eh schwer genug, sich jetzt in dieser Partie wieder die Vorteile zu erarbeiten. Aber wir spielen zu Hause in der AWD Arena und wir wollen natürlich unbedingt unseren Fans nicht nur ein gutes Spiel bieten, sondern natürlich auch die drei Punkte hier behalten. Das wäre dann für uns natürlich ein toller Start in den ersten drei Partien. Wir haben in Wolfsburg, denke ich, ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Und jetzt gilt es da auch zu Hause anzuknüpfen an diese gute Partie und alle unsere Fähigkeiten in alle Richtungen auszuloten und auszunutzen. Florian Krebs von der Bild. Mirko, ihr wart zweimal in Folge jetzt mit Hannover 96 die Nummer 1 im Norden vor den anderen Nordclubs. In Bremen sagt man trotzdem, ja Moment, noch ist Hannover dann nicht dauerhaft Nummer 1, gehört mehr dazu, als zwei Jahre Europa League zu spielen, sagt Aaron Hunt. Wie wichtig ist das für dich? Ein Nordderby habt ihr ja schon gewonnen. Also es ist ja nur insofern wichtig, die Nummer 1 im Norden zu sein, wenn man den Vergleich sieht in der Bundesliga. Und wenn ich den VfL Wolfsburg hernehme, jetzt den Hamburger SV und auch Werder Bremen, sind das drei richtig gute Vereine im Norden. Und wenn man vor denen steht, heißt das im Umkehrschluss, dass man wahrscheinlich eine recht ordentliche Platzierung am Ende der Bundesliga-Saison hat. Und das ist natürlich unser Ziel. Unabhängig davon, dass es schön ist, auch im Norden mehr Fans zu gewinnen, mehr Leute für uns zu begeistern. Und das geht natürlich am besten, wenn man die Nummer 1 ist. Aber es hat jetzt nicht so eine große Bedeutung. Wir haben uns riesig gefreut über den Sieg in Wolfsburg. Und genauso wird es auch sein, wenn wir jetzt gegen Werder Bremen gewinnen oder auch nächste Woche dann in Enschede oder gegen Hoffenheim. Das hat jetzt keine besondere Bedeutung. Aber die Vereine sind alle top und wenn wir da noch drüber stehen, dann heißt das, wir haben gut gearbeitet. Michael Augustin, NDR Hörfunk. Die Trikots werden am Wochenende bei allen 18 Bundesligamannschaften etwas anders aussehen. Geh deinen Weg steht auf den Trikots, eine Aktion zur Förderung junger Migranten. Ist das ein Thema in der Mannschaft von Hannover 96 und wie finden Sie diese Aktion? Also ich finde die Aktion natürlich zunächst mal klasse. Bei uns in der Mannschaft haben wir das aktuell noch nicht so richtig diskutiert, weil wir jetzt ja so, sagen wir, andere Themen hatten mit Nationalmannschaft, wann kommen die zurück, und wir haben jetzt so viele Themen neben dran gehabt, über die wir diskutieren mussten. Aber spätestens natürlich, wenn wir ins Hotel gehen, werden wir das Thema nochmal anschneiden, ja, und werden darüber nochmal kurz sprechen, was das auch für eine Bedeutung hat, weil die Spieler natürlich vorab informiert werden sollen, was da passiert am Wochenende. Aber ich finde es einfach eine richtig gute Aktion. Wir hatten ja schon mehrfach, glaube ich, in der Bundesliga so einen Spieltag, Kinderherz, hatten wir mal. Also es ist immer wieder toll, dass alle Sponsoren, die normalerweise auf der Brust sind, auch dann Platz machen für diese gute Sache. Also vielleicht nochmal ergänzt an der Stelle, das Logo ist nicht nur auf den Trikots aller Spieler, sondern auch auf den offiziellen Spielbällen am Samstag. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Schön. Inka Blumensaat, NDR Fernsehen. Wenn wir bei den Trikots sind, der Sergio Pinto ist hat jetzt den längeren Namen auf dem Trikot stehen. Haben Sie in den ersten Saisonspielen, also seitdem, bei ihm auch irgendeine Veränderung gemerkt oder ist das immer noch der alte?
Ja, also durch den langen Namen hat man ein breites Kreuz, oder? Das ist, glaube ich, die Veränderung, die er wollte. Nein, ich finde, dass der Sergio ja jetzt unabhängig von der Namensänderung auf seinem Trikot nach wie vor und weiterhin eine ganz feste Größe in dieser Mannschaft ist. Er ist nicht nur belebend in der Kabine, sondern übernimmt Verantwortung, bezieht Position auch und hat, glaube ich, einen ganz hohen Stellenwert innerhalb des Teams. Und das hat nichts mit dem Namen zu tun. Also das ist mir, für mich ist er immer noch Sergio oder Pinte. Also insofern ist mir das relativ egal, was da hinten drauf steht. Aber er hat da, glaube ich, einen besonderen Weg auch gewählt. Das war für ihn wichtig und das ist auch in Ordnung. Ich sage das gerne nochmal zusammenfassend. Also Leon Andreasen am Samstagabend im ZDF Sportstudio mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Sergio da Silva Pinto ist dann am Sonntagabend im NDR Sportclub mit Moderator Martin Roschitz. Nächste Frage von Silke Tobias, NDR Hörfunk. Mirko, in den Spielen Hannover gegen Werder oder Werder gegen Hannover sind bisher immer recht viele Tore gefallen. Was können die Fans am Wochenende erwarten? Erwartest du selber auch wieder ein torreiches Spiel? Ja, also die Bremer haben ja in den ersten 3 Pflichtspielen 5 Treffer erzielt, also sind ja auch durchaus offensiv ausgerichtet. Wir haben in unseren vielen Spielen ja also auch schon reichlich getroffen. Das ist eine neue Stärke von uns. Und die würden wir natürlich gerne auch zu Hause erneut präsentieren. Allerdings schätze ich die Bremer jetzt schon so ein, dass sie in der Defensive sehr gefestigt sind, auch mit ihrem neuen System. Also jetzt nicht nur die Offensive neu gestaltet haben, sondern auch in der Defensive finde ich beispielsweise ein Prödel in einer blendenden Verfassung, so wie ich ihn gesehen habe in den letzten Begegnungen. Also da muss man schon alles aufbieten, um da überhaupt einen Treffer zu erzielen. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir das unseren Fans bieten können und wir erneut mit vielen eigenen Drohungen hier die Arena beleben können. Wir waren eben schon so ein bisschen bei der norddeutschen Fußballhierarchie. Nördlich von Hannover gibt es auch einen Verein, der ist derzeit nicht die Nummer 1 im Norden, aber der feiert diesen Monat noch sein 125-jähriges Jubiläum, der Hamburger Sportverein. Was wünschen Sie dem Club? Was man wahrscheinlich jedem Club wünscht, viel Glück, Erfolg, weitere viele Jahre in der Bundesliga, aber das ist jetzt ehrlicherweise nicht mein Thema. Stellen wir zurück, weil wir ja auch am Geburtstag selbst in Hamburg zu Gast sein werden. Wenn der HSV Geburtstag hat, spielen wir an diesem Tag in Hamburg. Da gibt es keine Geschenke. Dann hätten wir die Schlagzeilen vor dem Spiel auch schon mal geklärt, ja. Brauchen wir keine PK vor dem HSV-Spiel, habe ich das richtig verstanden jetzt? Das stößt auf Zustimmung offensichtlich. Nochmal Andreas Ewelt, Sport 1. Gerade die Offensive hat sich hier sehr stark entwickelt in der letzten Zeit in Hannover. Letztes Jahr ist Mamdjouf dazugekommen, jetzt nochmal mit Huschti noch einer der entscheidenden Männer. Inwieweit hat das vielleicht auch Ihr Konzept hier verändert in Richtung offensiverer Fußball durch das Spielermaterial, was jetzt einfach zur Verfügung steht? Ja, rein systematisch gesehen haben wir ja recht wenig verändert. Also wir sind schon mal variabel mit Raute, aber grundsätzlich 4-4-2 mit 2 Stürmern vorne. Und natürlich braucht man, wenn man ein solches System spielt, auch Typen, die in ihrer Spielweise unterschiedlich sind. So ist beispielsweise ein Arthur Sobich ein anderer Spieler als ein Didier Jakonan. Das konnte man ja jetzt eindrucksvoll sehen, auch in Wolfsburg. Deswegen habe ich ja zu Beginn auch gesagt, ich freue mich über diese Vielfalt im Angriff. Entscheidend ist nur, dass man die richtige Wahl trifft für den nächsten Gegner und immer auch darauf achtet, wer ist in einer guten Verfassung, wer trifft, wer ja, ist einfach locker, unverkrampft. Und all diese Dinge, die ich jetzt gerade genannt habe, sind eigentlich im Moment bei den meisten Stürmern nicht nur gefordert, sondern sie sind einfach auch da, sie sind präsent. Deswegen fällt es mir sehr schwer, da eine Entscheidung zu treffen. Das ist auch gut so, dass ich diese Auswahl habe. Und das stärkt natürlich auch immer in jedem Spiel die Möglichkeit, etwas zu variieren und jedem die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren und seine Stärken einzubringen. Das ist momentan eine traumhafte Chance für uns, offensiv auch sehr agil zu sein. Dürfen allerdings auch nicht vergessen, dass
im Sturm die meisten Verletzungen passieren, weil das ja meistens auch schnelle Typen sind. Die sind muskulär hochbelastet. Und deswegen bei unserer großen Anzahl von Spielen in den nächsten Wochen ist es gut, dass wir immer mal wieder auch etwas verändern können. Herr Ewel, ich nutze nochmal Ihre Frage, um eine Bitte des Spielers weiterzugeben. Und zwar betrifft das die Aussprache seines Namens, der Nachname Husti. Also nur mit einem scharfen SZ gesprochen, keineswegs mit SCH. Also Husti ist die korrekte Aussprache des Nachnamens, nicht Husti. Ist aber gar kein Stürmer. Also insofern. Wurde vom Spieler nochmal an uns rangetragen, das zuletzt, glaube ich, auch nochmal vereinzelt bei dem einen oder anderen Kommentator auftauchte. Wäre es lieb, wenn Sie das nochmal weitergeben könnten. Jetzt habe ich noch eine Wortmeldung gesehen von Stefan Hocks von Radio 21 und mit Blick auf die Uhr, da der Trainer noch einen Anschlusstermin hat, müssten wir dann leider zum Ende kommen. Herr Slomka, ich habe vorgestern mit Jan Schlaudorf gesprochen. Er hat gesagt, nach etwa einem Saisondrittel hat die Tabelle so ansatzweise ein bisschen Aussagekraft für ihn. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass im Moment noch nicht so die riesige Aussagekraft da ist, aber ab wann hat sie für Sie so ein bisschen Aussagekraft, unabhängig natürlich von dem tollen Start mit 4 Punkten und Platz 3? Da stimme ich dem Jan Schlaudorf ausnahmsweise mal zu. Da hat er recht. Also das kann man jetzt noch nicht bewerten und ich glaube, das sollten wir mal. Ein Drittel der Saison ist, glaube ich, eine gute Marke, die wir erstmal spielen sollten. Wir haben ja jetzt schon ein paar Spiele gemacht. Ich denke, man kann sehen, dass wir ja einfach systematisch gefestigt sind, dass wir uns ein bisschen verbessern konnten, vielleicht was die Position auch, die Doppelbesetzung der Position angeht. Aber jetzt zu bewerten, wie die Saison grundsätzlich verläuft, ich glaube, das wäre jetzt deutlich zu früh. Wir haben ein sehr wichtiges Auswärtsspiel gewonnen, auch für das Selbstvertrauen für die nächsten Wochen, weil wir ja die letzten 6 Auswärtsspiele in der Bundesliga hintereinander verloren haben in der letzten Saison. Deswegen sind wir total glücklich darüber, dass wir das jetzt mal beendet haben. Aber das Schöne ist im Fußball, es geht jedes Wochenende weiter und wir müssen das nächste Spiel vor Augen haben und gucken, dass wir wieder erfolgreich sind. Wir freuen uns sehr auf den Samstag. Sehen Sie sicherlich hier alle wieder, Mirko. Ganz herzlichen Dank Ihnen und euch. Vielen Dank für das Interesse. Bis Samstag.